läuft, kann man das. Bisschen gefahren, oder? Ja, der Unterhaltungswert ist hoch. Vorne ist auf. Sie hat nur noch 5 cm Platz zum Boden. Reicht doch. Reicht. Das ist ja ein echter Hammer. Der sieht ein bisschen aus wie die Racing-Modelle schon, wie Rennsportmodelle. Genau, ist aber zeitlich gesehen vor dem M2 CS Racing entstanden. War die Idee eigentlich beim Wechsel von dem ersten M2 zum Competition, waren wir der Auffassung, da geht noch was. Und haben dann obendrauf als Weitererzählung der Geschichte F82 GTS haben wir noch den CSL draufgesetzt mit allen Insignien des früheren GTS, Flügel, komm, Käfig. Ja, wir fangen mal da hinten an. Ja, das sieht auch alles so handmade aus. Ist das alles Unikate, oder? Das sind Unikate, die sind im Rapid Prototyping entstanden und erzählt die Geschichte der Bionik. Das heißt also, bionische Bauteile versuchen wir immer mehr im Auto einzusetzen. Weil auch das ist ja der Inbegriff der CSL-Story, mit minimalem Materialaufwand maximale Materialperformance rauszukitzeln. Yep. Ja, das passt. Also, das passt. Das ist schon Track-Tool-mäßig. Ja. Du siehst auch hinten den Käfig mit der Anbindung für die Vierpunktgurte. Also, alles da, um Spaß zu haben. Leichtbaukonsole. Richtig. Hier, schön. Gelasert, oder? Das ist genau. So. Das ist wie beim GTS damals, beim F82, haben wir halt diese Dekorleiste mit Alcantara bezogen und den Schriftzug durchgelasert. Aber es ist, ich sehe es auch so, der M2 ist eigentlich so die Essenz dessen, wofür die M steht. Das hast du gut gesagt, das würde ich jetzt auch sagen, wenn du mir was gibst zum Aussuchen, M2 CS oder am liebsten CSL. Apropos nochmal die Frage, ja. Auch wieder ein Einzelstück? Auch wieder ein Einzelstück. Wir haben ihn angeboten, wir haben ihn gebaut, du hast gesehen, wir haben ihn sehr detailliert aufgebaut, um ihn anbieten zu können. Den CS, den wir damals gebaut hatten, der hatte dieselbe Farbe, die beiden Autos standen nebeneinander und ja, die Entscheidung ist auf den CS gefallen. Sicherlich keine falsche Entscheidung. Der CS ist ein sehr, sehr gutes Auto geworden und wir hatten an der Stelle dann auch eben die Chance, die volle Leistung ihm mitzugeben. Da steht ja sogar drauf, mich darf man fahren. In diesem Fall würde ich jetzt nachgeben, du darfst den fahren. Ich darf den fahren. Du darfst den fahren. Ich darf den fahren. Hier und ich heute darf und ihn jetzt. Fahren. Eine kleine Runde über den Block, seid ihr dabei. Schaut ja noch so aus wie vorher. Das ist schon mal der gute Teil. Wie war's? Gut. War gut. Passt schon. Ich würde sagen, es war sehr gut. So, jetzt steht ja noch mal was neben uns, hat immer noch ein Tuch drauf und ich erahne, was es ist. Motorsport-Style, Lichter, ganz unter uns zwei, wenn ich den CSL jetzt anschaue und da drüben E46 CSL, früher war man etwas bescheidener bei der M, jetzt, das ist schon großes Kino. Das ist ganz großes Kino und zwar nicht nur vom Auftritt, sondern von den Eigenschaften auch. Ist das eine Carbon-Haube oder Folie hier? Das ist eine Carbon-Frontklappe und wir sprachen über Understatement, wir haben es umgedreht. Hier siehst du, was die Haube tatsächlich ja. Da ist und hier haben wir halt lackiert. Was passiert am Motor? Aerodynamik hier vorne, Splitter maximal verbreitert. Ist das schon alles Serie? Das ist alles Serienstand. So, wird er kommen. Mit dem Splitter, mit der Niere, mit dem auch dem Schriftzug hier. Das ist ja das Besondere, dieser rot umrandete. So aber kommt er. Wie viel speckt denn der ab? Weil wenn du alles aus Carbon machst, dann geht es ja richtig runter. Ja. Dreistellig.
Dreistellig. Dreistellig. Also auch einen guten 100er wieder. Genau, das merkst du in Verbindung mit dem Motor und der Motorleistung. Können wir da mal reinschauen? Was hat er Leistung? Wow, was ein Träger. Eine Domstrebe komplett. Das heißt, so maximal hart vorne, maximale Torsionssteifigkeit und... Wir haben ja immer zwei Ebenen. Wir haben eine Ebene hier oben und eine Versteifungsebene am Unterboden. Die Autos sind ja, wir setzen ja immer auf dem AG-Auto auf und wir skalieren auf Basis dessen, was wir benötigen über diese Schraubteile. Und der ganze Unterboden trägt auch diese Versteifungsmaßnahmen, damit wir tatsächlich diese Präzision in den Fahreigenschaften abliefern können, die unsere Fans an der Stelle erwarten können. Wir gehen mal durch. Ich sehe schon so verschiedene Teile im Innenraum. Alles mit Rot abge... Ah, da ist noch der Entwicklungspass. Hier, guck mal, Achtung, Schutzgruppe Rot. So sieht das aus, wenn man nichts zeigen darf. Alles streng geheim, was hier passiert. Also hier auch wieder, wie wir schon ein paar Mal gesehen haben, bei den alten Autos, die Leichtbau-Mittelkonsole. Hier auch ganz, ganz bewusst so Liebe zum Detail. Auch die roten Schriftzüge. Ich habe vorher beim Abdecken gesehen, dass die Rücklichter ja ein echter Knaller sind. Auch Unikate gibt es nur beim CSL. Gibt es im Moment nur beim CSL. Und auch hier wollen wir wieder einen Benchmark setzen, zügig Dreidimensionalität und diesem filigranen Darstellung. Okay, und wenn du sagst, der kann wirklich so viel... Dann würde ich mal sagen, ist das der Augenschmaus und guck dir die Garage an, guck dir das Setting an. CSL. Das ist die CSL-Story, die wir seit vielen, vielen Jahren erzählen. Und jetzt erfolgreich weiterschreiben. Ich glaube, da kann man ein bisschen stolz sein. Hans, vielen Dank. Das war echt genial. Und du hast nicht zu viel versprochen mit deiner geheimen Schatzkammer. Ganz vielen Dank auch dir. Und wie gesagt, man sieht sie immer mehrfach. Und wenn ihr weitere Schätze von BMW M sehen wollt, ab jetzt im BMW Museum in München.